Hallo miteinander und willkommen zurück zu Observer. Ja, weiter geht's. Let me out. Ja, lass mich aus dem Kopf von dem Typ hier raus. Irgendwie ist das nicht so zielführend, habe ich das Gefühl. Wir durchleben seine gesamte Vergangenheit hier. Fresh meat! Who won't last a day? You're in my world! Okay, fresh meat. Was? Okay. Erstmal aufs Klo gehen. Kochendes Klowasser. Okay. Und weg damit. Okay. Was? Give it to me. Now. Was hat denn der? Hat der so ein Tattoo-Sleeve-Arm hier an, oder was? Fuck yes! Finally! Okay. Ja, ja, feiern, Junkie. Was zur... Okay, wir sind wieder da. Was zur Hölle? Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Nein. Was zur... Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Okay. Ich glaube, er ist auch jetzt drauf. Okay, ist das jetzt die Nacht, wo er sie kennengelernt hat, oder was? Club, klar. I've always wondered, were you scared of me? No, I could see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. Okay, ja. Wir fallen. Der Tattoo-Shop unten. Na, dann mal auf zum Licht sozusagen. Danke. Okay. So. Da ist jetzt sind jetzt wir. And in health, forsaking all others. To have and to hold from this day forward. Ach lol. Till death do us part. Any regrets? None. Sie scheint sich ja echt geliebt zu haben. Ist irgendwie unwahrscheinlich, dass sie ihm das angetan hat, ne? Also das wird auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich. Okay. Hey, ich will allein. Ah. Na, dreimal? Genau, hier hin. So. Was? Okay. Ist klar, ne? Hallo. Oh.
Okay, wir folgen mal dem Fernseher, oder? Da hinten. You have to try. Do it for me. For us. Ah, wahrscheinlich hat er quasi ein... Strong enough to beat this thing. Ja, ja. Also sie hat ihn dazu gebracht, dass er einen Entzug macht. Ne? Deswegen so dieses typische Bild, ne? mit der kalten Dusche und so. Komm schon, du kannst es schaffen. Na, du hast es zumindest geschafft. Hast du es geschafft in der Vergangenheit? Oder... Da sind wir wieder. Es vermischt sich alles. Du bist doch völlig kaputt im Kopf. Mal aufmachen. Da ist die Dusche. Los! Okay. Mit ihr stimmt etwas nicht. Get out of here! Run! Get help! Da! Irgendein Viech ist da dann gerannt. Ich dachte, das sei nicht so ein Hardfoot-Spiel. Na los. Neural interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Jetzt haben wir quasi seinen Tod mitbekommen. Oh Mann. Ich habe hier schon die ganze Zeit die Taste, dass wir uns hier synchronisieren können. Na los! So, zack, verabreichen. Sehr schön. Okay. Jetzt können wir uns hier endlich mal umschauen nochmal. Was hat es denn mit dem... Also ist das quasi die Dusche oder was? So, seine Innereien mal untersuchen, ne? Risswunde. Ja, das haben wir ja drüben auch gesehen, die Risswunden. Oder züchten die hier irgendwelche krassen Viecher? Lousy ink. Probably got him in prison. Well, you got your last fix. Hope it was worth it. Hm, okay. Also hat er es doch nicht geschafft. Geregelter Stoff. Illegales Beruhigungsmittel. Da unten. Das nehmen wir. Synchrosine refilled. More feed. Some under the count of painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. Ah. Warte mal, 209 hatten wir. 112. Ja, das hatten wir uns ja eigentlich auch vorher schon notiert, ne? Und das andere war eigentlich dreifach null. Das war der Kellertyp. Okay, gibt's hier noch mehr Biozeug? Sieht nicht so aus. Nope. Okay, was ist das? Ein Bild von ihr. Wahrscheinlich dem Tätowierungstyp. Oh, kann man hier irgendwas abspielen? Auf jeden Fall ein Micro-USB-Stecker hier hinten. Gehen wir mal in den Modus hier rein. Ja, holographischer Rahmen, schon klar. Was gibt's hier? Ach, das ist der Computer, den werden wir gleich untersuchen. Gucken wir uns erstmal die anderen Sachen an. A credit chip. Handy for storing off the grid currency. Naja, heimliche Einnahmen.
Well, well. You must be Helen. What else are we hiding? Tja, was versteckt ihr noch hier? Ah, hier bei ihm? Implantate? The voice box implant. Not uncommon among long-time feed addicts. Haben wir noch Körperverletzung, Raub, Drogenbesitz? Und das hier? Was ist das? The only thing that was keeping him alive. Künstliche Herzklappe. Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich hier schon alles uns angeschaut. Mal gucken, in was für krassen Umständen die hier hausen, ne? Das ist echt ganz schön übel. Selbst wenn hier nicht überall alles voller Blut wäre oder so. Work with Chiron. Every job well done helps defend Chiron. Produktiver Bürger. Vermeide die bürgerliche Degradierung. Bleibe aktiv. Bewirb dich jetzt für einen autorisierten Termin. Termin erfüllt an Qualifizierungen niedrigste bis höchste. Bürgerklasse C. Entschädigung beliebig. Abfallentsorgungsfachkraft. Berufsbestimmung und tägliche Überprüfung der Kanalisation in Bezirken der Klasse C. Ständiger Bereitschaftsdienst für Störungen der Abfallbereitungsanlagen. Durchführung von umfassenden Wartungsaufgaben bei Störungen und Reinigung der entsprechenden Anlagen. Anforderung. Trotz Schutzausrüstung müssen Bewerber eine außerordentliche Toleranz gegenüber giftigen Gerüchen besitzen. Nasenhöhlenmodifizierungen sind ein zusätzlicher Vorteil. Bewerbern ohne Schutzimplantate wird eine teilweise Sinnesentzugsprozedur angeboten. Aufgrund der häufigen Belastung durch biologische Substanzen werden Fachkräfte täglichen biochemischen Scans unterzogen. Okay, Jungschädlingsbekämpfer. Berufsbeschreibung. Führt strenge Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in stark befallenen Bereichen und Bezirken der Klasse C durch. Übt alltägliche Tilgungsaufgaben mit chemischen und direkten kinetischen Mitteln aus. Anforderungen: Bewerber müssen körperlich fit sein und außergewöhnlich Ausdauer und Geschicklichkeit besitzen, um Tilgungsaufgaben in schwer erreichbaren Gegenden wie Dächern und Lüftungsschächten durchführen zu können. Aufgrund des hohen Berufsrisikos durchlaufen alle Bewerber eine rigorose Hintergrundprüfung und werden regelmäßig auf die geregelte Substanzen überprüft. Also das ist schon mal nichts für ihn. Drohnenfließbandarbeiter. Berufsbeschreibung: Führt einfache Kraft-, Kontroll- und Wartungsarbeiten in einer Drohnenfertigungsanlage durch. Ein grundlegendes Verständnis der Robotertechnik ist ein zusätzlicher Vorteil. Mindestens 2 Jahre Erfahrung an einer Fertigungsanlage erforderlich. Alle Bewerber werden außerdem einer einfachen Hintergrundprüfung unterzogen. Okay, das kommt irgendwie auch nicht in Frage, ne? Bisher eigentlich nur das erste, ne? Abfallentsorgungskraft. Und auf komische biologische Substanzen steht da ja sowieso. Datenübermittler. Berufsbeschreibung: Liefert verschlüsselte Datenpakete, Vertraulichkeitsstufen 2 bis 4, an und von Firmenzweigstellen in den Bezirken der Klasse B und C. Anforderungen: Aufgrund der höchst mobilen Natur des Postens ist ein Besucherausweis für den B-Bezirk erforderlich. Der Ausweis wird dem Bewerber nach Bestehen eines einfachen Bürgerwissenstests und der Durchführung einer umfassenden Hintergrundprüfung aufgestellt. Ein voll funktionstüchtiges Datenspeicherimplantat Klasse CR oder höher ist erforderlich. Aufgrund der vertraulichen Natur mancher Verträge werden die Bewerber einer kurzfristigen wöchentlichen Gedächtnisreinigungsprozedur unterzogen. Okay. Jungservice-Techniker. Berufsbeschreibung: Führt planmäßige und außerplanmäßige Wartungen an holographischen Verbraucherprojekten in Häusern der Klasse C durch. Anforderungen: Da die Aufgaben in privaten Wohnhäusern und in direkten Kontakt mit den Kunden ausgeführt werden, müssen die Bewerber über hochentwickelte soziale Kompetenzen und ein freundliches Wesen verfügen. Es gibt keine feste Bezahlung. Die Vergütung hängt von der Zahl der erfolgreich durchgeführten Wartungsaufträge ab und wird in einer nicht wechselbaren Währung ausgezahlt. BS02 Proteinmarken. Okay. Mails. Da ist es wieder. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert und wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt das wohl eher an deinem ständigen Kratzen und Fuschen. Zum letzten Mal, lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich. Aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Ich bin kein Psychiater, Jay. Korrupte Daten. Die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten. Aber wie gesagt, du musst dem Dechiffriertool mir Zeit geben, um ihren Code zu knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Das sind vertrauliche Daten. Jede entstellte Zeile Code bedeutet Stunden zur sicheren Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sage es nochmal, die Software kann nicht entdeckt werden. Du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen an der Workstation ertappt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich bringt, aber genau dafür bezahle ich dich ja. Ah. Könnte Adam sein. Gefallen.
Tut mir leid, Hella. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig, aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte, aber selbst wenn wir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen. Die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv keine Ex-Sträflinge. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance, aber ich krieg ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Pass auf dich auf, Annetta. Okay, ja, sie hatte sich versucht, hier, hat, ja, ihnen einen Job zu besorgen. Also, da mal da loskommt. Da ist sein CV. Amir Novak. Ah, ganz übrigens nur Amir Novak. Sie da meint, Novak übrigens einer der häufigsten Nachnamen in, witzigerweise in Polen und in Tschechien, glaube ich sogar. Nur in Tschechien, glaube ich, mit einem V. At cmail.com, alles klar. Stärken, Fähigkeiten. Okay, Teamplayer kann mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn sie anders sind als ich. Teamplayer kann mit anderen zusammenarbeiten, wenn sie anders sind als ich. Das macht mir nichts. Solange die Arbeit erledigt wird, Personalmanagement kann beurteilen, ob jemand für einen Job geeignet ist oder nur prahlt. Konfliktlösung kann Probleme ein für alle Mal beseitigen. Extreme Stressresistenz kann hart arbeiten, auch wenn es hart auf hart kommt. Ist ja geil, das CV. Straßenreinigung habe ich gut gemacht, lange Schichten, habe sogar Überstunden gemacht. Na ja gut, alles klar. Programme ist natürlich wieder das gute alte Fire and Sword Spiel. Ich glaube, wir sind hier aber fast fertig, wa? Wir gucken noch mal in die Schränke, aber. Oh. Nanophage and I. Überall diese Nanophage-Bücher, ne? Ein paar Blümchen hinten drauf. Er hilft uns das hier jetzt wirklich? Beziehungsweise, wie sollten wir jetzt weitermachen am besten? Wir sollten jetzt die Kunden von ihm abchecken, wa? Befrage die Nachbarn, könnten mir zusätzliche Informationen liefern, untersuche den Tatort. Vielleicht sollte ich die Novak-Wohnung nach solchen Hinweisen durchforsten und Helena Novak finden. Amirs Kundenwohnung 1122 durchsuchen zusätzlich noch. Upsi. Falsches Gedöns. So, ich habe es noch gar nicht untersucht, ne? Hat aktualisiert. Wahrscheinlich reicht das jetzt, oder? Ja. Okay, jetzt haben wir tatsächlich das Ding zu Genüge durchsucht. Wir befragen jetzt nochmal die Nachbarn. Wollen wir das eigentlich schon vorher gemacht haben? Ich mich nicht ganz irre. So, das war das hier. Dann lass uns doch mal hier raus. Na komm. Mach die Tür auf. Leaving the crime scene. Pursuing a lead. Victim's wife could still be in the building. So, hier kommt nichts. Mir irgendeinen Nachbarn noch nicht befragt. Ja gut, von der ganzen anderen Seite, ne? Aber war das jetzt überhaupt die richtige? Ehrlich gesagt, bin ich mir da nicht so sicher. Wir hatten doch noch die zweite Sache, ne? Wir hatten noch 100, 104 hat man noch. Wir gehen mal darüber. Aber es scheint ja eigentlich schon die richtige Fährte hier gewesen zu sein, ne? Das ist wahrscheinlich hier das eklige Klo. Nicht mal das, du bist ein. Okay, 100. Warte, was war's? 104, ne? Ja, 104 war's. Nein, stimmt gar nicht. 106? Okay, also 106 ist es definitiv nicht. 104 war das auf der anderen Seite. Gut. Dann sollten wir zu 209 und 112. Ob 112 hier irgendwo auf dem Flur ist. Alter, was ist denn hier drin los? Alles echt krass. Hologrammiert. Wie es hier aussieht, 108. Okay, hier ist aber nicht mal so ein Voice-Gedöns. So, wir sind jetzt da. Wir sollen zu 112, das ist am anderen Ende. Ach ja, guck mal, das sind ja diese Fernseher, die wir verfolgt haben. Dan Lazarski, KPD, Routine Questioning. Daddy, who is
is it? Can he make the door open? Where can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Familienoberhaupt, aha. Für Familie? Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean of... Oh. You're immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things. Hört sich an wie eine Sekte, huh? Well, I've never been called to a crime scene where one of your kind was involved. That's good enough for me. Our kind? I see. Do you take offense to our way of life, Officer Lazarski? No, but it must be hard on the whole family. No one said life would be easy. Hm. Unbefleckte? Well, I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable, but it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong. Not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Okay. Ja, ich stimme zu. Yeah, I guess you're right. Maybe we are what we make ourselves. I don't wish to speak out of turn, but our church has a support group for the penitent unclean. Perhaps you'd like to attend a meeting? Sounds like a hoot and a half. Thanks for inviting me. Yes, well, once you get past the name, you'll find a lot of compassion and understanding there. Okay, jetzt mal verdächtige Aktivitäten. Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well. They're just misguided. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Okay. Ja, haben wir so eine Puristensekte hier kennengelernt. Ach, warte mal, das kennen wir doch hier. Ja, ja. Sind auf dem richtigen Weg. 111 bis 114. Mach die Tür auf. Das ist alles sehr super. Was? Was, 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 was? Okay. Ach ja, 111. Hast du was gehört? Nope. Kann man da reingehen? Nein. 113, 112. You're not getting out of here. Na gut. KPD, I need to talk to you. Look who's here. The leech that's been skulking around the building. Das bin ich? News travels faster than shit. If you know where to look. Is this where you tell me you got eyes up my ass? You ain't that pretty,
Besides, ever since the lockdown, I've been kind of busy. Deine Drogen? Okay, smartass. Tell me, why am I still standing here? Okay, Slimeball, you found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Close enough. Apartment numbers. Oh, busted. Let's call for backup. Oh, wait, you tried that already. Screening my calls, are you? Why don't you take a break and go heck yourself? Officer, please. What you're talking about is highly illegal, not to mention unethical. Let's just say, I'm a concerned citizen with a very particular skill set. Okay, Kommunikationsprobleme. I'll turn a blind eye to the monkey on your back if you put your skills to work restoring my comms. What if I could? As long as we're under lockdown, this is a complete dead zone. But I've been scanning the internal network for signs of the AA glitch. Come again? The AA glitch? You know, the algorithm that makes the nanites go berserk on their own host, as in why nanophage happens? And? Nothing so far. Well, hallelujah. Look at you, an optimist. All bets are off until I finish my scan. Die Sache ist noch nicht erledigt, ja. You're not off the hook. I'm coming back to see if you're still alive when this is over. That's some motivational technique. They teach you that at Leech School? Yeah, they do. Fuck off 101. So, Fahrtwerk aktualisiert. Also, es hat uns ja nicht viel weitergebracht. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Typ ein Hacker ist. Vielleicht sollten wir uns wieder was geben, wa? Yes. Strain level decreased. So. Ja, schon besser. Zwischen Informationen geben. So, du suchst Wohnung 209. Dazu müssen wir in den. Na gut, wir könnten noch weitere Nachbarn befragen. Vielleicht machen wir das zumindest hier nochmal. 13. Dan Lazarski. KPD. Is anyone in there? No! There's no one here! Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. Bist ganz allein. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school. No! She's a special friend. Only I can see her. Ach so. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend too when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Wie heißt du, Kleine? What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly! Are you upset? Will you be alright? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina! Stop it! I can't! It won't let me out! What's going on in there? 1074. 1074. Was? Okay, warte mal. So, Fall 628. Seltsames kleines Mädchen. Besuche die andere Wohnung. Das Mädchen von 1 ist irgendein wie eigenartig. 1074 könnte der Code für eine andere Wohnung sein. Auf welche? Nein, was ich könnte mir hier von Nutzen sein. Okay, wenn du das sagst, dann. Oh, warte mal. Das ist 74, hä? Hier vorne, hä?
1074. Let's give it a shot. 074. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns an, was da drin sich verbirgt. Es wird immer klasse. Ich finde das Spiel echt der Hammer, muss ich mal sagen. Unglaublich atmosphärisch. Aber auch ein bisschen strange. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.